ist ja nicht mehr lustig. Irgendwie brauchen wir zum Level ab. Vor allem, wie wir dunkle Bruderschaft, Zuhörer, Warngott, Erzmagier, Meister, Grand Champion, Ritterbruder, Fahnerritter, Graufuchs. Ey, boah, wir sind so cool. Boah, geil. Der Herstellung fällt uns nicht mehr allzu viel. Ja, ist ganz nett. So, Akrobatik sollte ich auch bald mal hier fertig haben. Das habe ich schon fertig, das habe ich auch bald fertig. Da wird auch noch ein bisschen. Ich auch schon, also ich bin bald komplett ausgeskillt, was das angeht. Und hier bin ich am besten in Beschwörung. Und wo bin ich noch gut? Es schaut einfach mal so durch, so aus Langeweile. Sicherheit ist für uns total unerheblich. Das werden wir nie wieder brauchen. Wirklich, das braucht man einfach hier, wenn man Skelettschlüssel hat. Das ist einfach viel zu awesome. Was sind wir hier? Jetzt hat er schon sein Viech beschworen. Ich denke mal... Ich denke, den Marsch hat er wahrscheinlich nicht geschworen, so wie es aussieht. Holy shit, wie schnell habe ich den jetzt umgeboxt? Ich glaube, es ist die schwächere Version von den Gegnern. Naja, egal. Ach, das Oblivion-Tor möchte ich jetzt gerne noch schnell fertig machen. Wie lange wir schon wieder rumhängen, ist ja schlimm. Warum stellen die hier drin jetzt auch schon diese restlichen Türme auf? Fick dich. Weichei, hast du zu mir gesagt? Kannst du es wagen? There, you bring light to my lair, you must die! Wurde der gerade ernsthaft von den Dingern niedergestreckt? Cool! Jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit weiter und nichts passiert. Nichts. Also wirklich gar nichts passiert. Weil Reparatur haben wir. Ding, 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 Oh. Okay. Sehr schön. Jetzt machen wir schon den D-Druck um. Ich finde das generell, dass keine Klärmfies mehr kommen. Die sind doch eigentlich so overpowered. Wie ich sie selber buff. Ach ja, doch, also auch beschworen, ja, es ist hier Kampf unter Magiern. Mann, der war gut. Schau mal an, Xivilais haben gar keine Chance gegen uns. Also, ich finde das schon sehr schade, dass die wirklich gar nichts mehr gegen uns tun können, weil wir viel zu immer für die sind. Aber naja, ich beschwere mich deswegen auch nicht. Oh, ein Makynas, das ist sehr schön. Das ist jetzt wiederum sehr... Oh mein Gott, leichte Rüstung wird ents... Oh scheiße, schwere Rüstung. Leichte Rüstung wird entzogen. Nein, und schwere Rüstung auch. Das ist sehr scheiße. Au, au, au. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, mit Schild zu blocken wäre es verdammt gut, wenn wir das jetzt machen würden. Da würden wir nämlich richtig viel Schaden absorbieren. Ich würde, wenn ich ein Schild hätte, würde ich mir auf jeden Fall eins holen mit Schaden absorbieren. Also Schaden zurückwerfen. Weil, naja, ne? Das, oh, das ist so übel. Und tschüss. Da wollte ich ihn eigentlich noch ausnehmen. So, ein Elementarring. Feuer widerstehen, Frost widerstehen und Schock widerstehen. Das hätte ich ja ganz interessant an.
Ja, Bullshit-Dinge, ja. Ja, komm, ey. Ja, nur Bullshit, ey. Ist ja schlimm, dass ich hier nichts Ordentliches kriege. Weißt du, immer nur so Larifari-Items, ey. Na, egal. Ich würde mal sagen, wir rennen da jetzt einfach durch. Like a man! Haben wir eh gleich. Like a boss. Wir dribbeln hier mal schnell hoch. Hallo, Dedrov. Hey, ein Dedra-Sack, den nehme ich mal aus. Da ist nichts drin. Ja, super. Na, egal. Hallo. Au. Nicht nett. Und tschüss. Komm doch. Und tschüss. Jetzt ist Löwentor außerhalb von Anvi geschlossen. Ich sollte mit der Gräfin über die sofortige Sendung von Unterstützung nach Bruma sprechen, da Anvi jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Juff. Ach, der Dedrov am Anfang. Na gut, ich boxen wir noch schnell um. So, zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Und das war's auch für dich. Wieder so nach hinten umfällt, das ist sehr interessant. So, ja, das war einmal hier. Ich würde genau meine Ausrüstung so richtig schön machen und dann... Boah, eigentlich müsste das totaler Klump sein, Größe, und total kaputt und... Ich muss das Claymore des Dynamos verkaufen. Generell mal ein bisschen Zeug verkaufen. Ich glaube, das mache ich mal schnell. Der Stabsübel. Wir sehen uns dann gleich bei der Gräfin von Anvil. Ja, bis gleich, Leute. Willkommen zurück, Leute. Ja, wir sind wieder bei der Gräfin. Ich habe ein bisschen aufgeräumt im Inventar. Und die ganzen Siegelsteine behalten wir natürlich. Sehr gut. Das wollte ich nämlich auch mal wieder machen. Ja, ja, ja. So... In die ganzen Schlüssel liegen ja nichts und hier habe ich auch mal ein bisschen Zeug verkauft, also alles, was so relativ viel wert war. So, hier ist, also ist trotzdem noch einiges da, also ich bin schon längst nicht fertig mit dem Ausmüllen, aber... Dann hier so, verknüpfte Apfel habe ich vergessen. Hier habe ich generell nicht viel verkauft, dann einige Tränke habe ich so weggeballert. Und hier so ein bisschen überflüssiges Zeug, also das ist ein bisschen leerer. Und wir können... wie viel Zeug ich verkauft habe. Egal, so. Ihr habt es den verflixten Dädra ordentlich gez... Bruma? Ich hörte, dass ihr das Oblivion-Tor vor Anvil geschlossen habt. Da Anvil momentan sicher ist, werde ich einige meiner besten Soldaten als Doch keine Sorge. Die Soldaten von Anvil arbeiten jeder für zwei. Sehr gut. Was sagst du dazu? Einen Wunder... Keiner traut sich mehr nach Harlun. Ja, kein Wunder. Auf Wiedersehen. So, sehr schön. Dann haben wir die schon mal überredet, die Sau. Na gut, die haben wir überredet. Nach Quatsch müssten wir... Aber ich möchte jetzt erstmal nach Koroll. In die Magiegilde. Da möchte ich nämlich mal schauen, ob ich mir einen neuen, schönen Beschwörungszauber leisten kann. So. Koroll. Südtor gehen wir mal schnell. Ist ja wurscht. So. Ding, 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 ding. Schneller laden. Komm, 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 komm. Ich habe jetzt... Ich möchte jetzt relativ schnell noch was machen und dann, ne, nächste Quest annehmen und dann weg hier. So, Feuer und Stahl. Nö. Nee, nee, ich weiß ja, wo es ist. Hüppel die Hüpp. Habt ihr schon einmal ein Pferd von Bongond gekauft? Magic Guilds, ja, super. So ist denn der Spaß, der hier verkauft. Ich grüße euch. Der da, oder? Schönen Tag. Ja. Was darf ich euch anbieten? Für Dremora könnte ich beschwören. Vielleicht die Magie nicht aufhören, wer drauf? Von Clanfair kann ich auch nicht. Flammatronach könnte ich, von Fossenach reicht die Magie wieder nicht. Gebundene Bogen,
Skelettheld, Skelettmeister, Skelettwächter. Den hole ich mir auf jeden Fall mal. Bin das Gespenst, reicht die Magie nicht aus. Blablabla. Reicht die Magie wieder nicht aus. Ich weiß alles, was ich so an Magie machen kann. Aus die gebundenen Scheiße da. Flammatonach kann ich beschwören. Und Dremora kann ich beschwören. Dödo kann ich nicht. Genfer kann ich auch nicht. Okay. Vielen Dank. Sehr gut. Ein paar neue Beschwörungszauber. So, ich will jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie eingrenzen kann mit... Ja, komm. Das ja. Wächter können wir beschwören. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht und... ich werde wahrscheinlich ein bisschen lustig umherwechseln. Mal schauen, was macht der. Oh. Seite für ja, ginge besser, ne? Gut, ich glaube, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen den hier bewenden. Genau. So. Der hält auch. Geschickte Finger. Was habt ihr euch? Ich bin eure Ablösung. Gut, dann können wir jetzt wenigstens ins Korolsche. Auf ins Schlüssel. Oh Gott. Schloss Korol. Große Halle. Ne? So. Bitte, Gräfin, sei da. Ihr seht wirklich clever aus. Hallo, ich... Die Gräfin hält täglich von morgens 8. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in die... Oh, danke. 6er in der Früh. Ist klar. Wir warten mal... Keine Ahnung. 2 Stunden einfach mal so, weil ich es kann. Ha, perfekt. Was stört ihr? Ich freue mich auf... ich kann Brumas Notlage gut verstehen. Ich kann keine Soldaten erübrigen, solange Ko... Okay. Lebt wohl. Soll ich jetzt mal ganz ehrlich sein? Ich glaube, ich werde die Dedra, also die Oblivion-Tore skippen. Dass ich euch nur zeige, wie wir in den letzten Raum reingehen und dann hat sich das. Weil es wird auf Dauer, ganz ehrlich, zieht sich unglaublich und es wird auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Weil es ist nichts Neues. Wenn es was Neues ist, also erstmal muss ich reinschauen. Wenn es jetzt aber, was ich denke, die typische Standardaufstellung ist, dann sage ich, warte mal schnell, ne? Dann sind wir auch schon da. Ja, mythische Morgenröte, die macht auch schon die Runde. Wow, super Spiel. So, wir gehen uns noch schnell vor dem Tor und... Ja, wir müssen es jetzt an jeder Stadt machen, wie gesagt. Boah, das ist vor der Stadt. Das da ist vor der Stadt, aber das andere nicht. Ihr habt gefunden, na, Gate to Oblivion. Ja! Ja! Friss den Schaden, du Sau. Friss ihn! Ja, genau, das meine ich. Die Gegenstände ist nicht genügend aufgeladen. Das ist so eine Sache, die mich an... Ja, egal. So, müssen wir reingucken, schnell so ein bisschen. Und sagen, ist der Dedra-Pin Zerstörung in der Katastrophe blutigen Geister. Ist was Neues. Also wir müssen einfach nur die Türen da aufmachen und dann sind wir auch schon quasi da und da oben halt jeweils in den Turm rein. Einmal aktivieren und dann können wir hier rein. Also ich skip das jetzt wirklich, weil ich habe da keinen Bock, das jedes Mal zu zeigen, so müssen wir jetzt machen. Das dauert mir einfach zu lange. Bis gleich. Come over here! Cha-ching! Hey. So. Löse dich auf, Welt. Von Oblivion. Schlup. Krass, oder? Ja, so schnell geht ein Oblivion-Tor für euch. Das Oblivion-Tor außerhalb von Korol geschlossen. Sollte mich der Gräfin über die sofortige Sendung von Unterstützung nach Brumar sprechen. Ja, natürlich machen wir das sofort. Dafür ist natürlich noch Zeit, also, ne? Aber ihr habt gesehen... es ist nichts Besonderes. Du gehst da rein in den Turm, ziehst den Hebel, gehst zum nächsten Turm, ziehst den Hebel, gehst zum nächsten Turm, ziehst den Hebel, gehst zum nächsten Turm, ziehst den Hebel, und du gehst zum nächsten Turm und ziehst den Hebel. Das möchte ich euch nicht antun. Es sind immer die gleichen Gegner. Es wird sich nichts Neues erstmal auftun.
Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung holt. Was ist denn hier noch drin? Bärenkacke. Willkommen zurück. Ja, welcome back, ne? Ich freue... Hilfe. Euer Ruf eilt euch voraus, Held von Quatsch. Ihr habt meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, als... Jetzt werde ich gern Soldaten ins... Als Vorsitzender des Ältestenrats ist Lord Kanzler... Sehr gut. Lebt wohl. So, also ich muss sagen, der Dremora macht schon ein bisschen Schaden. So, dann haben wir das auch erledigt. Als nächstes ist wer dran? Skingrad! Ja, der alte Sack. Sorry. Ich schnapp uns mal auch mal schnell. Zerstörung, Beschwörung, ja, ja. Ratz. Sehr schön. Hey du. Einen Wund. Wir sind als nächstes dran. Da. Schönen Tag. Ich wünsche eine Audienz beim Grafen. Warten mal 18 Stunden. Hey Leute. Bei der Gnade Azuras. Los schon. Hilfe. Solange Skingrad durch ein Oblivion. Denkt von mir, was ihr wollt, aber ich schütze immer noch meine Leute. Das hier ist meine Stadt und Merunes Dagon wird... Gut, haben wir das auch hinter uns, jetzt dürfen wir wieder da raus, dann werde ich wieder skippen, weil ich möchte das echt nicht antun. Das ist nämlich todlangweilig, immer wieder denselben Kram zu sehen. Das kenne ich irgendwoher. So, das Oblivion Tor ist da hinten, dann gehen wir erstmal zum Blutkrusten. Es ist ja in der Nähe, na, und so... Und wo ist denn das Gate? Ah, da hinten ist das Gate. Da raucht es vor sich hin. Sollte vielleicht mal aufhören zu rauchen. Das ist ungesund. Hey du. Klatsch, klatsch, klatsch. So. Ich zeige euch mal kurz den Dremora. Haut zu. Er macht schon Schaden, so ist es nicht. So. Also ich renne einfach nur durch die Oblivion-Tore durch, weil ich keinen Bock habe, jetzt zu kämpfen. Das wäre ziemlich sinnlos. Finde ich. Weil, was habe ich denn davon? Nicht wirklich viel. So, sehr schön. So, dann schauen wir uns mal das nächste Oblivion-Tor an. Ah, da ist noch ein Bär drauf. Na gut, den boxen wir noch schnell um. Mein Gott, die Viecher sind so schwach, das ist unglaublich. Bam, 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 bam. 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 Klatsch. Also am meisten Schaden hat bisher immer noch der Zombie gemacht, finde ich. Aber naja. Erstmal kurz nochmal schnell reinschnubbern. Wie es da drin jetzt genau aussieht. Damit ich sagen kann, wie es ihr da rankommt. Ganz simpel. Einfach rein. Ganz ehrlich. Lass ich mir jetzt mal kurz überlegen. Man kommt... Ja, man kann von... Ob ich das mal kurz zeigen soll? Ja, ich zeige jetzt mal kurz, wie man wenigstens zum Turm kommt. So, entweder geht man hier rein, in die beiden Türme. Oder war es sogar einer? Nee, ach Quatsch, nee, das wäre viel zu offensichtlich. Oder man, also ich bin jetzt sehr unsicher, ob ich das schaffe. Oder man geht einfach so drüber. Hier ging es theoretisch auch. Also da gibt es genügend Stellen. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier drüben das sein wird. Na komm. So, ich würde gern... Ich würde gern...
meinte ich. Oh Gott, danke. Geht doch. So. Kriege ich wahrscheinlich falsch zu laufen. Andersrum. Scheint es richtiger zu sein. Ja, dann kommt es eigentlich relativ einfach hier rüber. Und das ist dann der große Turm. Okay, ich zeige auf jeden Fall, wie man zu dem großen Turm rüberkommt. Das ist ja gar kein Ding. Und ja, und dann kippe ich halt. Okay, das ist der große Turm. Bis gleich, Leute. Komm her. Danke. Und das nächste Oblivion-Tor ist geschlossen. Triff mich doch. Triff mich doch. No, das war wohl nichts für die. Naja, egal. Und wir sind ja draußen. Jetzt am Löwentor außerhalb von uns ging gerade geschlossen. Jetzt könnte dem Graf über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Boma sprechen. Das ging gerade jetzt nicht mehr bedroht für, ne? Jo. Kein Ding. Es ging gerade Schluss. So. Gucken wir jetzt mal schnell rein. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung... Ja, tue ich auch. Meine Fresse. Boah, immer nur rumjammern die Leute, immer nur rumnerven. Ob er jetzt Audienz hält? Mal gucken. Könnten wir ja mal schnell schauen. Sprecht, Schneemann, und steht nicht mal... Ich verbeuge... Dies... Lebt wohl! Ich will gerne mit Graf Hassildor sprechen. Aber okay, ich kann auch... What the fuck? Ihr habt aber... Ja, immer diese Schwulen. Naja. So ist das Leben. So, fürstliches Herrenhäuschen. Hey, du. Komm mal her. Ganz Kingrad. Hilfe. Merunes Dagon kann meinesgleichen genauso wenig ausstehen wie meine sterblichen Untertanen. Vielleicht noch weniger, weil mit uns als Sklaven nichts anzufangen ist. Ihr habt mir geholfen, indem ihr das Oblivion-Tor nahe Skingrad geschlossen habt. Und jetzt werde ich euch helfen, indem ich... Danke. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Nächster auf der Liste ist... Bravil. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal direkt bei dem Bravil-Fürsten. Bis dann, Leute.